Er ist Sänger, Gitarrist, Texter und Komponist und begeistert seit über 50 Jahren sein Publikum. Und heute ist er bei mir im Studio und ich freue mich sehr, dich zu interviewen. Herzlich willkommen, Rolly Frey. Grüß. Schön, bist du heute bei mir. Danke, grüß dich, Anja. Was mich oft Wunder nimmt bei Musiker und jetzt auch gerade bei dir besonders, hast du schon als Bub gewusst, dass du mal Musiker willst werden? Oder hast du so einen Aha-Moment gehabt? Ja, ich habe nicht direkt gewusst, dass ich Musiker werden will, aber ich habe einfach immer mitgesungen. Klassis, ja, wenn sie gejodelt haben im Hof, einmal habe ich mitgejodelt, also als ganz Kleine. Und der Schlüsselmoment war eigentlich der erste, wo meine Eltern von Paris kamen, von der verspäteten Hochzeitsreise, und erzählt haben vom Golden Gate Quartett im Moulin Rouge. Und ja, wie da halt vier Leute um ein Mikrofon, kein Instrument. Sie haben gerade einen Plattenspieler gekauft und haben Platten gekauft und dann haben ja von mitsingen. Und da ist vieles weiter noch gegangen und der nächste Moment war einfach, als ich irgendwie beim Abfüllen in der Drogerie für wenig Geld habe ich Schnaps abgefüllt im Keller. Kommt vom Joe Cocker, With a Little Help. Und dort hatte ich irgendwie das Gefühl gehabt, so möchte ich schöne Stücke nehmen und sie selber interpretieren. Und ich habe einfach eine Gitarre zugetan und habe ausprobiert und 10 Stunden Mikroclub-Schule. Ja, und dort war für mich irgendwie klar, ich will Musik machen, aber nicht einmal, ich will Karriere, ja, ich will gross. Ich habe das einfach von mir gesehen, dass ich das könnte und auch möchte. Mhm. Oder? Und dann nach den Teenagerjahren bist du dann gerade in die Richtung gegangen, beruflich? Oder wie ist Nein, das? Ich habe Matur nicht geschafft, mit 2 Anläufen. Und dann habe ich einfach gefunden, am liebsten würde ich Lehrer werden, Primarlehrer. Habe dann aber bernischer Primarlehrer gelehrt, weil ich ohne Diplom, also ohne Matur nicht konnte. Und in dieser Zeit hat sich Circus mit dem Fritz Hauser und Marco Cialetti und Andi Grieder und mir, wer fehlt jetzt noch? Marco Cialetti, ja. Stefan Ammann, genau. hat sich zusammentun und die haben gefunden, wir machen Profi. Ich habe in Biel meine Ausbildung fertig gemacht und dann bin ich zu ihnen gezogen nach Badwil und dort haben wir zusammen gewohnt und haben aufbauen und haben 10 Jahre haben wir so Musik gemacht. Mhm. Oder? Ja. Aber du hast deine erste Gitarre dir dann geleistet als Teenie. Ja. Ja. Was waren so deine Lieblingsinterpreten gewesen? Ich habe eben das gehabt, dass es sind immer einzelne Lieder und Sänger gewesen, die mich gepackt haben. Mhm. Oder? Also da hat es halt dann plötzlich die Mrs. Appleby von David Garrett, Garrick hat er geheissen. So typische englische Pop und Bee Gees, die alten, haben mir einfach gefallen. Beatles, gewisse Stücke von den Stones. Und dann halt immer wieder, als ich Aretha Franklin habe gehört, hat es mich umgehauen, weil in dieser Zeit habe ich den Stimmbruch gehabt bekommen. Mhm. Und ich habe einfach geflennt, als ich heimgekommen bin, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich so singen. Wann hast du einfach selber komponieren? Wir haben immer improvisiert. Ich hatte eine Gruppe, Back to Nature, 2 Gitarren und Querflöte. Und da haben wir sehr viel improvisiert. Und dann habe ich mich angemeldet für die erste Chance. Mhm. Im Radio der Deutschen und Rätoromanischen Schweiz. Und das hat der Möckel dort organisiert und er hat gefunden, ich könne kommen. Wieder da gegangen und ich habe gehofft, ich bekomme dann ein Orchesterarrangement und habe dort meinen ersten Song Nothing to Lose komponiert, komplett. Er hat zugelassen und hat gesagt, so, jetzt gehen wir es gleich aufnehmen. Er hat gesagt, kein Orchester. Und er hat gesagt, das ist am besten so. Yeah. Und das hat dort Sparte Folk, Chanson, Schlager und was war noch? Operette. Mm-hmm. Und dann haben sie da Vorauswahl gemacht. Und der Witz war, wir haben am Radio dann das gelost. Dann musste man eine Postkarte einschicken, frankiert natürlich. Mhm. Und dann haben wir einen Monat später haben wir das Resultat gelost. Ich habe nie eine Gratulation, ein Diplom, irgendetwas bekommen. Das hat einfach am Radio mit der Familie stattgefunden. Unglaublich. Das Musikerleben ist ja auch nicht immer einfach. Es hat viel auf und ab und Wechsel. Und auch das Business ändert sich ja auch ständig. Wie hast du das erlebt? Ja, sehr verschieden. Zum Teil sehr, wie soll ich sagen, blauäugig. Also wir sind einfach glücklich gewesen, dass wir vorwärts kommen. Ja.
Und wir hatten halt immer Leute, gehabt, so wie Marco Celletti bei Circus, die die ganze Sache in der Hand hatten und dann den Überblick hatten, organisiert haben. Und ich war halt einfach mit dieser Gruppe zusammen gewesen. Wir haben intensiv geschafft, dort haben wir sogar noch zusammen gelebt. Und ja, wir haben sehr viel erlebt. Spannendes, gefährliches, interessantes. Für mich war es speziell gewesen, ich bin Nichtraucher. Und ich glaube, ich habe in diesen Clubs in Deutschland 15 Jahre lang habe ich einfach die volle Pulle geraucht. Geraucht. Ja. Und es hat auch halt Momente gegeben, wo gefährliches Zeug passiert ist, oder mit Unfällen oder mit Fenstern, die oben runterkommen, oder irgend sonst etwas, eine Bühne, die hinten zusammenbricht. Und das war einfach das Leben, gewesen, wenn wir fort sind. Und das andere war, dass ich natürlich Familie hatte. Und mir ist das möglich geworden, weil meine Frau mir einfach gesagt hat, ich weiss, dass du Musik machen musst. Oder? Ja, das ist auch nicht immer einfach für eine Familie. Nein, so für sie war es auch nicht einfach. Ja. Und das ist, ich war dann halt manchmal anderthalb Monate in Deutschland. Einmal haben wir Joe Cocker einen ganzen Monat, seine Comeback-Tour. Dann sind wir noch nach zwei Wochen in der DDR. Und dann kommt man zurück und mein Jüngster dort ist halt dort so klein gewesen, dass er am Anfang einfach geschaut hat, wer kommt jetzt hier rein. Oder? Und das waren herbe Momente. Auch das Geld. Wir hatten nicht viel Geld und ich musste dann zur Nacht arbeiten. Also ich habe wirklich das gemacht, Autoputz beherzt, bei der Post, Mitternachtsjob auf dem Flughafen. Also, es war sehr bewegt, sehr schön, aber es hat einen Punkt gegeben, da musste ich auch sagen, mit grossen Gruppen herumziehen und so Bedingungen haben. Wir haben zum Beispiel auch im Olympiastadion, im Concert for Europe, sind wir dabei gewesen, als Vertreter von der Schweiz. Kein Geld. Da ist einfach kein Geld rausgekommen. So, ja. Und andere Leute haben dafür gesorgt, dass wir wenigstens 50 Mark pro drei Konzerte hatten. Und das sind schon andere Zeiten. Ja. Und das ist einfach ist knallhart gewesen, aber auch wunderschön, weil man halt dann einfach weg ist von allem, was einem sonst könnte belasten. Ja. Gehen wir noch ein bisschen zur Gegenwart. Dein neuestes Album, das du aufgenommen hast, heisst «What Happened Tomorrow? 50 Years on Stage». Und wie schon der Titel sagt, zelebriert eigentlich so ein bisschen deine Zeit auf der Bühne. Was ist auf diesem Album? Hast du ein bisschen verschiedene Sachen, auch alte Sachen? Also es ist ja nichts Neues aufgenommen. Das letzte ist «Strong is not enough» vom 16. gesehen. Und es ist einfach dann ein Querschnitt von den bekannteren Sachen. Und es hat noch zwei spezielle Sachen drauf, die ich dann einfach zusammenstellen kann. Wir haben zum Beispiel wirklich noch die Originalaufnahme gefunden, wunderschön aufgenommen von dem «Nothing to Lose» von 1972. Die haben auf drei Ebenen gesucht und plötzlich ist es da gewesen. Wir haben es dürfen übernehmen. Super. Also ich habe mit dem Stefan Grieder für Kinderhaus im Kosovo, wo gesammelt worden ist, haben wir Songs gemacht und dort habe ich «Sons and Father» gemacht, also für meine Söhne. Und das haben wir zum Beispiel mit der Pauluskirchenorgel aufgenommen. Und schön. Ist einfach wirklich auch ein ganz spezielles Stück. Und dann ist ein Block «Lazy Poker Blues Band». Es ist ein Block «Circus». Die Prog-Music von den 70er und dann kommt einfach eine Platte von diesem Doppelalbum. Ist dann, sehr schön. Wir singen Songwriter-Zeit. Und jetzt im Moment, eben, du bist auch wieder in der Region auf der Bühne, auch im Atlantis zum Beispiel. Du bist sicher auch über die Jahre immer wieder mal gesehen. Was hast du jetzt für die nächste Zeit noch für Ziel oder Wünsche? Willst du viel auftreten oder es einfach locker nehmen? Also ich möchte gerne auftreten. Für mich ist das lebenswichtig. Und ich habe vier Jahre lang medizinisch immer jedes Jahr irgendetwas Tolles bekommen. Wo man zuerst gemeint hat, ich kann nicht Gitarre spielen, Katastrophe wäre es gewesen. Ich hatte anders, wo ich einfach in Kontrolle haben musste und so weiter. Aber ich komme Schlag damit und der Stimme geht es wunderbar. Ja. Und es geht für mich jetzt eigentlich darum, wieder ein Ziel zu setzen. Also nachdem ich jetzt wirklich sagen musste, jetzt bin ich unter der Uhr. Ich habe immer gespielt, das ist gegangen, aber einfach kleinere Konzerte. Und vielleicht gibt es noch ein grösseres Projekt, vielleicht gibt es einfach gute Songs, die ich in einem kleinen, intimen Ort spiele. Das ist immer schön. Ich bin für alles offen, wenn ich nur kann spielen kann. Ja. Und ich habe viele Leute, die das schätzen, viele Leute, die mich auch unterstützen. Zum Teil auch finanziell, sonst wäre es gar nicht gegangen. Und solchen Leuten muss ich einfach immer wieder danken, weil ich tue Emotionen vermitteln und offensichtlich wird das gewertschätzt im grossen Maß.
Das ist ein mega schönes Schlusswort. Vielen Dank, Rolli. Schön, dass du bei mir warst. Ich danke dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und alles Gute weiterhin. Merci vielmals, Ronja.